Das ist eine schöne Theorie. Vielleicht gibt es ja Bilder auf dem Salamanderpott, aber es fehlt die Beleuchtung, dass einfach überhaupt kein Licht für den Salamander, also dass wer auch immer den Salamanderpott gemacht hat, vergessen hat, Lichtquellen im Salamanderpott zu platzieren und eine externe Lichtquelle, die durch die Fenster reinkommt, dann die Kürbels beleuchtet. So, wir sind bei 1,2 Mille und wir haben ein bisschen Forschungspunkte auch, reicht aber noch nicht ganz, um in der 90-Punkte-Kategorie nochmal zuzuschlagen. In der 160 erst recht nicht. So, ich guck mal kurz bei Mission Control vorbei, was es hier noch so an verfügbaren Verträgen gibt. Ah, viel Zeug. Lass uns erstmal das fertig machen, was wir haben, oder? Wir machen jetzt unsere Raumstation. Und zwar unsere Raumstation, aber da hätten wir Mission Control bleiben können, hat einige Dinge, die sie erfüllen muss. Der Salamanderpott gehört, glaube ich, zu USI, wenn mich nicht alles, täuscht. So, wir müssen ein paar Sachen erfüllen. Und zwar, also es muss auf jeden Fall eine Raumstation in einem Orbit um Körben sein. Sie muss unter 250 Kilometer Höhe sein. Sie muss einen Docking-Node haben. Was auch immer das bedeutet. Ich nehme an, irgendwas, was docken kann. Wir nehmen einfach einen Docking-Port mit. Sie muss vier Kerbals unterstützen. Sie muss einen der folgenden Stromerzeuger haben. Entweder ein Solarpanel, einen Generator, ein Curved-Solarpanel, einen Fusionsreaktor oder einen Radioisotopengenerator. Sie muss ein Science Lab an Bord haben und sie kann optional eine Cupola beinhalten. Und der Vessel-Type muss Station sein. Okay. Ich glaube. Ja, ich könnte natürlich auf der Landebahn jetzt ein Experiment für einen Punkt machen oder irgendwo anders hier im Spaceport, aber ganz ehrlich, da ist jetzt auch nichts, was mich gerade zu Tode reizt, dass ich das gerade unbedingt brauche. Also interessant wird es, glaube ich, eher im 160-Punkte-Bereich. Also ich brauche eher so nochmal 80 Punkte. Von daher alles nicht so wild. Okay, wir fangen jetzt mal an zu basteln und zwar eine Raumstation, die wir abliefern im Orbit. Und dafür fangen wir, glaube ich, an mit. Ich bin unsicher, wo ich gerne mit anfangen möchte. Fangen wir damit an? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir fangen direkt mit der zentralen Wohneinheit an. Und ich würde als zentrale Wohneinheit. Ja, welchen Container wollen wir denn nehmen? Wir können den Hitchhiker nehmen. Da passen natürlich direkt vier Leute rein und hat auch mehr. Ja, der Hitchhiker ist, glaube ich, besser. So, zack. Oder? Also ich finde den jetzt irgendwie ein bisschen schöner. So. Und dann könnten wir. Das ist jetzt die große Frage. Also wir können auf jeden Fall schon mal eine Cupola ranbauen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Cupola war. Ist das bei Life Support mit drin? Ja. Viewing Cupola. Observation Cupola. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hier hatten wir das letzte Mal auch dran. Die war eigentlich ganz schick. So. Zack. Damit haben wir das. Wird das hier abgehakt? Das wäre natürlich ganz toll. Launch a new station core into the specified orbit, bla bla bla. Okay, das wird hier aber noch nicht abgehakt. So, ich glaube, wir packen uns auch noch einen Octocore drunter, um allerlei Zeug anbauen zu können. Weil das finde ich mal ganz nett. Da können wir auch schon mal auf jeden Fall den guten alten. Gute alte Fuel Cell anbauen. Für wenn man mal besonders viel Strom braucht. Und einen Tank mit dazu. Und einen anderen Tank mit dazu. Zack. Und da muss ich mir gleich noch einfallen lassen, was wir mit dem Rest machen. Ich glaube, da bauen wir gleich ganz viele Science-Experimente ran. Dann können wir nämlich das Labor befüttern. So.
Also das einmal, das war jetzt der Magnetometer. Dann den hier, das ist ein Mystery Goo. Prisma Too Hot. Jawohl. Eine RWPS-Antenne. Jawohl. Und ein Science Junior. Jawohl. Und jetzt nehme ich diesmal, weil ich willens bin zu lernen und das Sammeln vereinfachen möchte, nehme ich so ein Experiment Storage Unit mit. Ja. Schauen wir mal, ob das so funktioniert wie gedacht. So, und jetzt kommt da unten drunter ein Science Lab. Das sollten wir auch noch mitnehmen, richtig? Science Lab on board. Und das ist ja das. Ich hoffe, das meinen die mit Science Lab. Ich hoffe es inständig. Und dann brauchen wir natürlich noch lecker Happa Happa. Und weil das jetzt eine große Station ist, können wir auch gleich ordentlich Live-Support mitnehmen. So, und da packen wir uns dann auch noch Strom ran. Und zwar wahrscheinlich viel. Ich glaube, Strom kann man an so einer Station gar nicht genug haben. Ich habe halt leider noch nicht die ganz großen. So. Oder wir machen ein bisschen weniger, dass wir hier die Leiter frei halten. Dann können wir später noch ein Verbindungsstück hinbauen. So. Und jetzt war meine Überlegung, hier irgendwie noch oben so den Ansatz von einem Verteiler zu machen oder sowas. Hexagonal Structure. Oh Gott. Gibt es das ein bisschen kleiner? Das sieht scheiße aus. Die finde ich nicht so hübsch. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der ist, glaube ich, oh, viel zu klein, okay. Was ist das hier eigentlich? Okay, was tun diese Dinge? Trust that allows transportation of fuel, power, waste, heat und Kerbals. Okay, da kann man Dinge von A nach B mit transportieren, wenn ich es richtig verstehe. Können wir natürlich so machen. Ach nee, können wir nicht. Weil wegen war da unten schon angebaut. Okay. Zack. Dann können wir Labor und Wohnbereich zusammenpacken. Dann können wir das hier noch ein bisschen nach unten packen. Ja, das Truss ist ja auch nicht so. Ich überlege gerade, habt ihr eine Idee, wie wir das bauen könnten? Irgendwie hier so einen Verteiler mit verschiedenen Röhren zu machen. Aber ich glaube, ich habe dann auch nicht die richtigen Bauteile für, um sowas zu tun. Befürchte ich fast. Es ist noch nicht, was ich anstrebe. Schwupp. Sieht auch doof aus. Was nehmen wir denn Schönes dafür? Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Docking-Port. Das ist schon mal gesetzt. Ich überlege tatsächlich fast, ob wir gleich ein bisschen schmaler gehen. Oder was könnte man draus machen? Okay, wir nehmen auf jeden Fall schon mal gleich so ein Docking-Teil mit für weitere Anbauten. Dann nehme ich aber mit Absicht den Construction-Port. Du hast Ideen, bist aber zu faul, das zu beschreiben. Das kann ich akzeptieren. Hier können wir dann weitere Teile anbauen noch. Ich muss dann wohl mein eigenes Gehirn benutzen. Kann man das hier vielleicht? Nö. Das kann man natürlich wieder nicht resizen. Ist alles noch zu klein, was ich hier habe. Schade. Ich nehme gleich noch einen richtigen Docking-Port mit, keine Sorge. Ich bin jetzt momentan noch so ein bisschen in der. Oh, was ist das denn? Inflatable Storage Module. Gut, brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Aber. Ja, ich.
weiß noch nicht genau. Was ist ja eigentlich passiert? Ich habe es total verpasst. Was ist gerade passiert? Irgendwas hat Pling gemacht. Ich war so drin. Ich habe nicht drauf geachtet, was Pling gemacht hat. Wer hat Pling gemacht? Warum hast du Pling gemacht? Warum tust du sowas? Kleine Recyclingstation könnten wir natürlich noch aufbauen. Wie schwer ist das Ding eigentlich mittlerweile? 20 Tonnen haben wir bald erreicht. Uiuiuiui. So, da können wir schon mal einen Recycler für 3 Leute mit sehr hoher Effizienz, 79%. So, und ich glaube, jetzt könnte man natürlich noch mal gucken, ob man da dann irgendwann die Breite geht. Ich überlege fast, ob das nicht ein guter Ansatzpunkt wäre. Geht das hier ran? Nee. Schade, aber könnten doch hier über einen kleinen Node, den wir an die Seite bauen, zack, den Ansatz schaffen für. Schwupp. Versteht ihr, was ich meine? Das war nämlich das, was ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe. So. Und schieben das da rein, bis es angedockt ist. So, das ist nämlich ein schöner Anfang. Und hier machen wir jetzt einfach erstmal Docking-Ports ran, dass man hier andocken kann. Und hier oben mache ich noch einen Construction-Port drauf. Das Gewicht hochzubringen wird eine Nummer. Ja, das wird definitiv herausfordernd, aber so soll es ja sein. Gut, also als nächstes hier noch Docking-Ports erstmal ran. Ich habe halt im Moment nur die kleinen, die können wir später durch größere ersetzen. So, und jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwas Containermäßiges habe, was hier sinnvoll rangeht. Nee. So, also echte Container nehme ich noch nicht mit. Was können wir schon mal mitnehmen? Wir können ein bisschen Werkzeug mitnehmen, glaube ich. Also ein bisschen Expanded Ether. Ach ne, Hydro. Ne, Fuel Canister, das ist schon richtig. Okay. Wollte schon sagen. Und wir nehmen so ein paar Schraubenzieher mit. Zack. Und ich glaube, so ein bisschen Ersatz-Solarpanels schaden auch nicht. Achso, die sind tatsächlich so groß. So. Obwohl die kleinen Mistdinger brauchen auch keine Sau, ne? Ich hoffe mal, kriegen wir die hier rein. Ach, guck mal, wie kompakt die sind. Die nehmen ja gar keinen Platz weg. Wie viel Strom können wir in dem Ding eigentlich speichern gerade? Gar kein. Gar kein ist ein bisschen wenig. Okay, Strom sollten wir nämlich tatsächlich speichern können. Das wäre nicht gut, wenn uns der ausgeht, aber vielleicht sollten wir den nicht so speichern. Zack. Weil wir haben ja mit den Labs einen ziemlich hohen Verbrauch. Und bis uns was Besseres einfällt, können wir das erstmal so machen. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich noch irgendwas, was Kontrolle ausüben kann, ne? Oder hat das schon irgendwie. No control. Ja, da muss ich noch irgendwas machen. Was machen wir denn? Naja, wo bauen wir das denn ran? Den alten Probe Core. Düt, düt, düt. Wo bauen wir den Probe Core hin? Das ein oder andere übertriebene Experiment gibt es garantiert noch. Ich habe jetzt erstmal alle Experimente mitgenommen, die in so einem Universal Storage Format da sind. Ich würde später noch andere mitnehmen. Ich baue jetzt erstmal den kleinen Probe Core hier dazwischen. Und wir nehmen den nochmal. Also so müsste auf jeden Fall irgendein Docking-Ding erfüllt sein. Und ach nee, da sollte ich. Wollte ich einen. Reaction Wheel ist natürlich auch eine Maßnahme. Das muss man, glaube ich, gleich mal hier außen ran. Jetzt bin ich raus. Achso, ich wollte einen Construction Port machen.
So, zack, dann machen wir hier noch mal eine kleine Änderung, nämlich die Dinger erstmal wieder rausziehen. So, dann erstmal weg, den daran, dann den daran, dann duplizieren wir das auf beide Seiten, schieben die dann wieder rein. Das war falsch. Das hier wollte ich schieben. So. Ah, sieht auch schön jetzt vernietet aus da. Sehr gut. So, dann können die Dinger hier wieder ran. Gut, dann haben wir das. Probe Course dran, RC. Ach, RCS, ja, ich habe jetzt Reaction Wheels genommen. Das müsste auch ganz gut tun. RCS können wir später noch nachinstallieren. Was braucht man noch so? Braucht man noch irgendwas tatsächlich Sinnvolles auf den Inventory-Slots im Moment? Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Hat das noch ein Inventory? Nö. Also, wir haben viel Essen mit. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Ich schaue jetzt mal in meine Liste, wem wir so haben für potenziellen Einsatz auf der Kerbin Space Station. Also da haben wir schon mal zwei Engineers, wenn ich das richtig sehe. Den Morzan und den Hastur. Was ich auf jeden Fall mitnehmen will, ist aber auch zwei Scientists. Und da wäre ich jetzt mal, glaube ich. Nein, nehme ich nicht. Das wird die Kerbin Space Station. So, na ja gut, lass uns die erstmal fertig bauen, bevor wir jetzt Personal reinschrubben. So, damit habe ich angefangen. Gut, das Ding müssen wir jetzt irgendwie nach oben bringen. Ich bin fast versucht, das erstmal unbemannt hochzufliegen und die Leute später mit dem Raumschiff hochzufliegen. Wie seht ihr das? Ja, Antenne kommt gleich. Das ist ein Argument. Also tendenziell würde ich sagen, unbemannt in den Orbit fliegen. Wäre jetzt zumindest so mein erster Impuls. Und dann später, wenn das geklappt hat, Personal hinterher schicken. So, da ist eine Antenne. Strom, ja, wir können ruhig noch ein bisschen mehr machen. Ich meine, das frisst kein Brot. Kann ja einfach die komplette Bank zubauen. Mach es noch ein bisschen gleichmäßiger. Zack. So, dann haben wir 6400 Electric Charge. Das wird ja wohl ausreichen. So, jetzt kommt natürlich der spannende Part, nämlich einen Anschluss dahin, zack. Und das Ding in den Orbit zu bringen. Das wird jetzt natürlich spannend. Autostrut. Thank you. Also, ich glaube, ich gebe mich gar nicht erst mit kleinen Triebwerken ab, sondern ich fange direkt mit dem großen Kram an. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist viel, viel Kontrolle. So, 0,75er im Atmosphäre. Okay. Das ist gar nicht so viel. Können wir direkt mal die nächste Stufe einleiten. So, die sind cross-fuel-mäßig aus. Das ist gut. Das machen wir diesmal nämlich ein bisschen anders als beim letzten Mal. So, die noch mal ran. So, wenn wir damit jetzt starten, sind wir bei 095. Wir kommen der Sache näher. Ist aber auch noch nicht perfekt. So, aber das schreit gerade nach Boostern, weil uns echt nicht viel fehlt. Und wir haben 4200 Delta V. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einem Bereich, wo wir jetzt mit gutem Gewissen sagen können, wir würden das in die Atmosphäre schaffen, in den Orbit schaffen. So.
Kontrollflossen für absolute Kontrolle. So, dann autostotten wir uns hier mal wild durch die Gegend, um sicherzustellen, dass das alles halbwegs sitzt. Gut, haben wir das. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Booster, dass wir losfliegen können. Und uns dabei nicht verletzen. Und dann können wir das Personal zusammensuchen für unseren kleinen Ausflug in die Umlaufbahn. Also die Höhe müsste eigentlich passen. Zack. Und siehe da. Es wart. Positive Trust-Value-Ratio. Sehr schön, das ist doch gut. Und guck mal, wenn das ausgebrannt ist, prophezeit er uns dann auch eine 1-2er. Wir starten mit 1-3er, das heißt, die lassen wir diesmal auch auf voller Kapazität brennen. Dann sind die auch ein bisschen schneller durch. Okay. Also, wir haben Reaction Wheels. Wir haben die genug Trust Weight Ratio, um hochzukommen. Wir sind unbemannt unterwegs. Ich brauche noch eine Aufstiegsantenne, damit ich unterwegs Kontrolle ausüben kann, bevor ich die andere ausklappe. Zack. So, Hedge Obstructed. Welche Hedge ist denn obstructed? Achso, so ein Docking Port gilt als Hedge oder was? Nee. Nee, irgendeine Hedge ist obstructed. Achso, ja gut, eure Hedges nach innen sind natürlich obstructed, aber die sind auch okay. Das sind Wohnquartiere, Mann. Wohnquartiere, versteht ihr das nicht? Da soll man drin wohnen. So, das können wir später mal abbauen und noch was anderes ranbauen. Da unten können wir Sachen ranbauen. Das Ding hat Habitation für 5 Millionen Jahre für eine Person. Bei mehreren ein bisschen weniger. Ja, da können wir, glaube ich, gut mit anfangen. Jetzt muss ich nochmal durchlesen, ob wir alles erledigt haben. Also, wir haben Docking Node hoffentlich mit dabei. 4 Kerbals supporten wir. Power Generators haben wir. Science Lab haben wir. Kuppel optional. Und es muss dann eine Station sein. Das ist okay. So, was ist hier passiert? Well done. Achso, ja. Die haben wir natürlich gerettet. Und Media Circus. Okay. Gut, das haben wir. Genau, Action Group für Solarpanels ist eine gute Idee. Das können wir mal gleich noch auf die gute alte. Geh weg. Auf die gute alte Bremse legen. Toggle Solar Panels. So. Lampen für eventuelle Arbeiten ist ein guter Punkt. Ich würde tatsächlich dazu tendieren. Die Dinger hier sind also leuchten sehr gut aus. Ne? Ich bin nicht fanat in diese Safety Lights, aber sie sind halt einfach gut. Das muss man der Fairness halber sagen. Also sie leuchten wirklich gut aus. Ich packe jetzt einfach an jede Seite der Rakete eine. Damit haben wir erstmal eine Grundbeleuchtung. So. Ja, Boldly Go 2 können wir gleich noch machen. Jetzt heißt es aber erstmal eine Besatzung zusammenstellen. Ich will jetzt ja unbemannt fliegen. Die Besatzung machen wir später. Gut. Also, nochmal checken. 5700 Delta V reicht auch mit einem kleinen Flip, um es in den Orbit zu schaffen. Locker. Trust-Weight-Ratios sehen gut aus, auch mit Atmosphäre. Staging ist okay. Wir gehen von außen nach innen, wir versorgen uns da. Crossfeed hatten wir gecheckt. Die Dinger sind noch zu Autostrutten. Jawohl. Und jetzt LED-Lämpchen sind ein ganz toller Punkt. Aber das mache ich ein bisschen anders, als du denkst wahrscheinlich. Ich nehme jetzt einfach welche mit für... Können wir später mal überall verbauen. Ich nehme 20 Stück mit in Orbit. Liegen im Container. So, das wird die Grundlage. Da können wir später auch Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel, wie funktioniert irgendein, was weiß ich, Pflanzenzüchtungsmodul, wenn wir irgendwann mal welche kriegen. Ich glaube, noch haben wir tatsächlich gar nichts in die Richtung. Sonst wäre das jetzt auch spannend gewesen, das mal mitzunehmen. Aber gibt's halt noch nicht. So. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den, hoffentlich ist es noch Nachtstart. Den vierten Nachtstart.
in dieser Nacht. Oh, ich habe. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Oh, ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Ich habe keine Startrampe angebaut. Naja, scheint zu halten. Sehr schön, okay. Dann leben wir damit. Gut, dann heißt es jetzt, können wir Licht anmachen? Guck mal, da, das, guck mal, wie gut das beleuchtet. Also dieses gelbe Safety-Light-Zeug ist der Hammer. Schraubenzieher habe ich auch schon mit dabei. Die liegen hier irgendwie im. Frag mich nicht. Sieht irgendwas. Oh! Level Up Crew, das kann man über ein Labor machen, neuerdings. Auch nicht schlecht. Okay, ist egal. Wir starten jetzt die Kerbin Space Station in den Orbit. Relativ unkritische Mission und der vierte Start in dieser Nacht. Ha, das sollen die Amerikaner erstmal nachmachen, was hier auf Kerbin abgeht. So. Wir fliegen jetzt hier schön gemütlich unsere Raumstation in den Orbit und dann, wenn wir die sicher oben an, also wenn wir mit der sicher oben angekommen sind, dann können wir noch eine Kerbal-Crew hinterher fliegen. Aber ich vermute fast, ja, schauen wir mal, Stunde 24 noch, bis unser Transferfenster rüber zum Mond durch ist. Und ja, für alle von euch, die sich jetzt fragen, so, oh, und Winter macht ja immer nur 2 Stunden oder so, kriegen wir denn heute überhaupt noch den Einsatz am Mond zu sehen? Ja, den kriegt ihr zu sehen. Ich nehme mir heute im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr Zeit dafür, dass wir das noch durchbekommen. Aber ihr habt auf jeden Fall mein Wort, dass ihr heute noch die Mondlandung zu sehen bekommt. Okay. Das wird auf jeden Fall passieren. So, da sind wir durch. Und wir verabschieden uns hiermit höflich von unseren Boostern. Das war ganz schön knapp, aber es hat gereicht. So, und ich mache hier mal langsam sowas Ähnliches wie ein Gravity Turn. Das sieht alles in allem relativ okay aus zum Fliegen. Oh. Genau, also alles, was jetzt noch fehlt, da werden ja auch noch später Bauteile dazukommen für diese Basis. Das kommt mit zukünftigen Missionen. Es fliegt sich so, als ob irgendein Vollidiot vorne quer 2 Rohre rangebaut hätte. Also die Rakete tanzt fröhlich vor sich hin. Ich weiß auch nicht, wer auf solche Ideen kommt. Wir nennen es den Hammerhai. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, wie wir das nennen. Okay, das funktioniert hier. Sehr schön. So, jetzt mittlerweile sind wir auch halbwegs stabil. Trust Rate Ratio ist bei 2 fast. Das heißt, wir haben einen guten Vortrieb auch. Ja, ich glaube, das wird eine ziemlich einfache Aktion, das Ding in Orbit hochzuschieben. Da mache ich mir gerade richtig wenig Sorgen drüber. Ja, natürlich wird es vermutlich vergessen und es gibt eine Versorgungsmission. Also das ist doch der Sinn von dem Spiel, dachte ich. Also ich dachte, der Sinn von Kerbal Space Program sind Versorgungs-, Rettungs- und Evakuierungsmissionen zu fliegen. Ja, umstellen auf Station müssen wir noch machen. Aber erstmal, ist das nicht irgendwie bei. Warte mal, was ist denn mein Kern? Das ist mein Kern, ne? Ach nee, das muss man das machen. Rename? Rename Vessel. Das hier ist eine Station Accept. So, jetzt können wir schon mal gucken. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, nicht zu hoch gehen. Wie? Below, bla. Ja. Ich glaube, wir gehen nicht ganz so hoch, wie ich gerade angeflogen bin. Geh mal runter mit der Nase. So. So, ich mache schon mal die große Antenne an. Extend Antenne. Die Solarzellen lasse ich noch drin, bis wir die Triebwerke losgeworden sind. So. Also, sieht insgesamt schon mal ganz gut aus. Wir müssen eigentlich nur noch an die richtige Stelle im Orbit kommen. Und dann haben wir den Vertrag auch schon erfüllt, weil da steht nur Supports für Kerbals. Da hat keiner was von erzählt, dass da schon Kerbals drin sein müssen. Sehe ich gerade. So, ich mache jetzt mal den krassen Gegenentwurf von unserem Kurs. Ja.
Hui. So, jetzt können wir dann auch schon mal die Solarzellen ausfahren. Ich versuche gerade ein bisschen mal den Orbit hier runter zu drücken. Heute ist Tag des fuel-ineffizienten Fliegens. Falls es den nicht offiziell gibt, erfinde ich ihn hiermit gerade. Aber ist mir egal. Ich kann das einfach machen, weil ich es kann. So. Und es gibt auch natürlich wieder richtig dick Asche obendrauf. Gewicht sind wir momentan bei. Steht doch hier mal irgendwo. Dachte ich. Habe ich nicht eingeblendet. Wir sind gewichtsmäßig um und bei 67 Tonnen. Wird also nicht der große Bonus wahrscheinlich, wenn das deine Frage war. Ja, 120 Kilometer. Alles gut. Also ich denke mal, wir runden das dann auf einen 100, also 100 Kilometer hohen Orbit ab. Sobald wir das Ding halbwegs stabil haben. Also sobald wir den Orbit haben. Und dann können wir jetzt nämlich die Periapsis schon mal so ungefähr auf 100 Kilometer peilen. Ja, 40.000 gab's. Und dann machen wir auf der Periapsis nochmal eine klitzekleine Korrektur. Und dann sind wir da auch schon durch. Bisschen noch. Und 100 Kilometer. So, und das sollte die Kerbin Space Station sein. Das war die Kerbin Space Station. Und wir haben wieder 400.000 kassiert. Sowas von kassiert. So, jetzt rutschen wir mal noch kurz zur Periapsis rüber und machen den Orbit ordentlich, dass es nicht so unsauber ist.